In Rumänien ist das neue Kabinett vorgestellt worden. Die sozialdemokratische PSD regiert künftig in einer Koalition mit der liberalen Partei ALDE. Vizeregierungschefin wird Sevil Scheide, die ursprünglich als Ministerpräsidentin vorgeschlagen, von Staatspräsident Klaus Johannes aber abgelehnt worden war. Der künftige Ministerpräsident Zorin Grindeanu sagte, wir sind eine politische Regierung, das Ergebnis der PSD-ALDE-Koalition. Aber Politik wird auch andernorts gemacht. Wir sind hier, um das Land zu verwalten. An diesem Mittwoch muss das Parlament in Bukarest die neue Regierung bestätigen. Schon jetzt gab es Kritik. Diese Regierung besteht aus schwachen Personen der PSD. Das einzige Kriterium war Gehorsam gegenüber dem Parteichef Liviu Dragnea. Die Regierung hat viel zu tun. Rumänien gilt als eines der korruptesten EU-Länder. Den Sozialdemokraten wird ein zu lascher Umgang mit Korruption nachgesagt. Und auch das Justizsystem des Landes gilt als reformbedürftig.